Quempat finem se se ebrenata jactavit audacia. Ich habe mein Latein gleichfalls nicht völlig vergessen. Ich habe im Gegensatz zu meinem seligen Vater meine Einwände gegen diese fortwährende Beschäftigung junger Köpfe mit dem Griechischen und Lateinischen. Es gibt so viele ernste, wichtige Dinge, die zur Vorbereitung auf das praktische Leben nötig sind. Ja, Sie sprechen meine Meinung aus. Eine schwierige und, wie ich hinzuzufügen vergaß, nicht unanfechtbare Lektüre. Ich erinnere mich einiger direkt anstößiger Stellen. Nein. Ich beschwöre Sie, mein Freund, verbleiben Sie da noch einen Augenblick in dieser Stellung. Wenn ich leben will, also gut leben, dann werde ich arbeiten müssen. Schwer, hart, härter noch als alle anderen. Ich muss mir Härte zufügen, Härte erleiden und es nicht als Härte empfinden, sondern als etwas Selbstverständliches. Gerade biege ich um die Ecke breite Straße, Mengstraße. Wer kommt mir da entgegen? Grünlich. Ja, genau, Grünlich, der Mann mit dem goldgelben Wochenbart. Jeder, der Maria sieht, bekommt gleich Appetit, wenn sie abends durch die Street im prallen Röckchen zieht. Schade, dass sie nur für Honorar schafft. Meistens sagt sie nur mit kühlem Sinn. Aber zeigt man ihr die Barschaft, legt sie sich wohl schräg gleich hin. Jetzt ist Papa schon 20 Minuten zu spät. Und wenn ihm sein Versprechen wieder anfällt, dann hetzt er hier die Treppen hoch. Immer 3 Stufen auf einmal. Obwohl er genau weiß, dass er davon Kompression und Herzklopfen bekommt. Und so ist das vor jeder Gesellschaft, ja? Vor jedem Spaziergang. Er hätte uns wenigstens vorher mal besuchen können. Er wird seine Gründe gehabt haben. Kann Papa sich denn nicht einfach mal an die Zeiten halten? Kann er nicht rechtzeitig aufbrechen und langsam gehen? Das ist doch unverantwortlich. Also ich würde ihm als seine Frau mal ernstlich ins Gewissen reden, Mama. Vielleicht sollten wir den Spaziergang verschieben. Meint ihr nicht, dass es regnen wird? Nein, das macht nichts. Das Barometer ist ein bisschen zu plötzlich gefallen. Es gibt irgendeine kleine Katastrophe, ein Durst, nichts Dauerndes.